Es ist Sommer, wir alle brauchen gute T-Shirts und wo man die besten bekommt, zeige ich euch in diesem Video. Und damit was geht, willkommen mittlerweile zum vierten Video auf diesem Kanal. Heute soll es nämlich um T-Shirts gehen, denn ich habe unter anderem zwei Pakete bekommen, wo T-Shirts drin sind. Die zeige ich euch, gebe euch mein ehrliches Feedback. Ich weiß schon ungefähr, was drin ist, aber ich habe es selbst noch nicht ausgepackt. Das machen wir zusammen im Video und zeige euch dann auch noch ein paar andere T-Shirts aus meinem Kleiderschrank, die ihr auch noch bekommen könnt natürlich. Und zeige euch auch, wo demnächst noch T-Shirts droppen. Das heißt T-Shirts, die mir gefallen, die bereits schon geleakt wurden, wo jetzt der Drop in den nächsten Wochen bzw. Tagen ist. Das erste Paket, was wir haben, ist von Fagal. Die haben, glaube ich, drei T-Shirts mittlerweile rausgemacht und die haben mich gefragt, ob die mir nicht was zuschicken könnten. Ich fand die T-Shirts eigentlich ganz cool, habe mir davon zwei ausgesucht und ich hoffe, die sind auch da drin. Deswegen packen wir das mal gemeinsam aus. Ja, jetzt bräuchte ich halt mal eine Schere. Wenn wir den Karton aufmachen, sehen wir einfach hier diesen Sticker. Da steht drauf, Dear David, we hope you enjoy this piece even half as much as we enjoyed making it for you. Because we had a blast. So, hier haben wir auch schon die beiden T-Shirts. T-Shirts kommen in so einem Plastikbag. Das wäre das erste T-Shirt, ist eben so ein Bookprint-T-Shirt. Wir haben hier oben eben ein paar Bücher drauf und hier unten noch einen kleinen Print. Ist natürlich ein bisschen auffälliger, finde ich aber eigentlich recht cool, gerade wenn man nochmal so einen Zip-Hoodie darüber anzieht, der relativ schlicht ist. Damit kann man auf jeden Fall nochmal ein paar Akzente in einem Outfit setzen und ich finde das eigentlich recht cool. Zu den Details vielleicht, wie gesagt, wir haben oben den Print. Der Kragen ist auf jeden Fall ein bisschen dicker oder ein bisschen breiter. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Nach unten der Bund ist ein bisschen breiter als normal. Und ich trage eine Size L auf 1,85 und ca. 82 Kilo. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Ich bin auf jeden Fall mal auf den Fit gespannt, weil darauf kommt es am Ende halt an. Kommen wir dann zum zweiten T-Shirt. Ist auch wieder in so einer Plastikbag. Das ist sogar fast mein Favorite von den beiden. Und das ist halt eben so ein, auch wieder ein weißes T-Shirt. Und eben hier jetzt mit so einem Puffprint eben. Das war, glaube ich, so ein Siebdruckprint. Und hier haben wir eben so einen richtig dicken Puffprint drauf, der halt eben in so einem Blau ist. Und als Logo haben wir eben einen Mond, wo drauf ein Junge sitzt, der eben schläft. Und unten drunter ist noch die Schrift Dream in Works und darunter halt eben nochmal Fagal. Finde ich, ist auf jeden Fall ein richtig cooles T-Shirt. Und da kann man auf jeden Fall das ein oder andere coole Outfit mitmachen. Auch hier haben wir wieder den dickeren Bund unten und den breiteren Kragen. Und auch hier trage ich eine Size L auf 1,85, 82 Kilo. Das weiße T-Shirt mit dem blauen Print eben mal angezogen. Fit ist auf jeden Fall ein bisschen anders als bei den üblichen T-Shirts, die ich habe. Die Ärmel sind ein Ticken enger, was ich aber gar nicht schlecht finde, dass es nicht ganz so boxy ist. Das ist mal was anderes. Und es ist eher ein Ticken länger. Deswegen würde ich sagen, wäre das T-Shirt perfekt, wenn es wahrscheinlich nochmal so 3-4 cm kürzer wäre. Aber entweder ich schneide es mir selbst ab oder klappt das dann einfach um den Gürtel einen Ticken um. Deswegen auf jeden Fall ein sehr cooles Shirt. Vielen Dank fürs Zuschicken. Ganz kurz noch, ich bekomme die Sachen zwar gratis, muss dafür keine Werbung machen. Aber korrekt ist korrekt, deswegen checkt das gerne ab. Wie ihr seht, habe ich auch mittlerweile ein Mikrofon, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr jetzt den Sound und die Mikrofonqualität findet. Ob das Ganze schlechter oder besser ist, würde mich auf jeden Fall freuen, um da mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Das nächste Paket ist von Vested. Der hatte jetzt seinen T-Shirt-Drop. Wenn ihr das Video seht, glaube ich, vor 2 Wochen. Vielleicht gibt es mittlerweile einen Restock, die Sachen waren relativ schnell weg. Und zwar hat der Bro mir auf jeden Fall 2 T-Shirts zugeschickt. Deswegen schon mal vielen Dank. Die kommen auch wieder in so ein Plastikbag. Da steht vorne Weste drauf. Und zwar ist das eben so ein graues T-Shirt. Es geht schon fast so eine grünliche Optik. Wir haben ganz klassisch das Weste-Logo im Nacken. Und vorne eben den Siebdruckprint, heißt es, glaube ich. Eben in so einem leichten Cremeweiß, beige, eben das Weste-Logo. Und auf der Rückseite ist das Ganze auch clean. Wie auch, by the way, die anderen T-Shirts waren. Finde ich auf jeden Fall recht clean. Ist mal wieder ein Logo-Shirt. Klar, jetzt nicht was überausgefallen ist, aber auf jeden Fall nice to have. Der Kragen, als auch der Bund oben, ist eher dünner gehalten im Vergleich zu den T-Shirts davor. Und als kleines Detail haben wir noch hier an der Seite das Vested-Logo als so ein kleines Tag. So sieht das T-Shirt einmal angezogen aus. Die Ärmel sind ein bisschen lockerer und hören ungefähr beim Ellenbogen auf. Auch hier ist das T-Shirt mir, glaube ich, einen Ticken zu lang, deswegen würde es mir eher in die Hose stecken oder an den Seiten so umkrempeln. Oder ich lasse es halt eben noch croppen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall nicht zu lang. Das heißt, man kann das auch ruhig so tragen. Ich finde, es gibt nur manchmal eine schönere Proportion, wenn das T-Shirt eben ein bisschen croppter und kürzer ist und der Bein oder die Hose halt eben länger, dass man halt eben diese 1:2 Optik hat. Dann das nächste T-Shirt wäre eben in so einem helleren Grau und eben das Vested-Logo mit so Flammen oder Wellen nach hinten eben. Finde ich es eigentlich recht cool. Ist jetzt auch wieder nicht was überaus gefallen ist. Kann man nichts mit falsch machen. Ist auf jeden Fall ein cooles T-Shirt mit einem coolen Print drauf, was man auf jeden Fall in meiner Kollektion haben sollte. Auch hier ist der Fit genauso wie beim anderen, also wie bei dem, was ich bereits anhab. Und die fühlen sich auch haptisch richtig gut an und auch sehr hochwertig. Das heißt, da haben wir auch keine Fäden, die irgendwie abstehen und die Verarbeitung ist richtig gut. Deswegen auch da, checkt das gerne ab, falls wieder was in Stock sein sollte.
Basics kann man auf jeden Fall nicht genug haben, deswegen zeige ich euch hier jetzt nochmal das Airism von Uniqlo. Ich trage hier eine Size L und man muss dazu sagen, dass das T-Shirt halt eben ein bisschen atmungsaktiv ist. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Polyester drin. Aber ich muss sagen, der Fit ist einfach perfekt und ich würde sagen, wenn ich noch ein Basic-T-Shirt tragen könnte, wäre es eben das da. Da passt einfach alles. Die Qualität ist echt schwer in Ordnung und es kostet mittlerweile, glaube ich, 20. Die haben früher mal 12,70 Euro gekostet. Mittlerweile kosten die 20. Inflation kickt eben rein. Aber es ist trotzdem immer noch ein super T-Shirt. Ich habe davon, glaube ich, mittlerweile 5 Stück. 2 in weiß, 1 hier in dem grau, ein schwarzes und ein dunkelblaues. Und das sind wirklich super T-Shirts. Einfach drunter ziehen zum Layern. Die haben eine perfekte Länge. Deswegen, damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Wenn ihr noch Basics braucht, checkt auf jeden Fall Uniqlo ab. Ich packe euch auch mal zu allen einen Link in die Beschreibung, wenn es die Sachen noch gibt. Was natürlich auch nicht fehlen darf bei T-Shirts, sind nämlich eben die von Peso. Ich habe das ja aus der Explicit-Kollektion von vor einem Jahr. Hier trage ich eine Size L, das sind aber diese Boxy Cropped Fits. Das heißt, da würde mir auch eigentlich eine M besser passen. Deswegen geht bei den normal geschnittenen eine Size runter. Aber es gibt dann auch die Slim Fit Variante. Da gibt es in den Peso Raws wirklich alle Farben. Muss nicht unbedingt eins aus einer Kollektion sein. Aber die aus den Kollektionen haben meistens halt eben einen Print drauf und sind ein bisschen auffälliger. Aber kosten natürlich ein bisschen mehr. Bekommt aber auch dafür natürlich eine richtig gute Qualität und eben einen ausgefallenen Schnitt, wo ich auch sagen muss, dass da die Preis-Leistung einfach stimmt. Was auf jeden Fall eine Anlaufstelle ist für gute T-Shirts, ist Moskits. Ich habe zum Beispiel unter anderem hier dieses beigefarbene mit einem relativ auffälligen Print. Die haben verschiedenste Arten von T-Shirts, das heißt, die haben auch eine Basic-Line, wo die komplett clean T-Shirts haben oder halt eben welche mit Print wie das hier. Dann müsst ihr einfach mal auf der Webseite schauen, da sind immer mal wieder ein paar in Stock. Und die releasen auch relativ kontinuierlich eigentlich eine neue Kollektion. Und wenn ihr das Video seht, müsste auch die neue Kollektion draußen sein. Deswegen checkt da auf jeden Fall die Sachen mal ab. Da sind auf jeden Fall immer coole Sachen dabei. Preise sind auf jeden Fall solide und die Qualität ist auch richtig gut. Und der Fit stimmt halt eben auch. Deswegen checkt das gerne mal ab. Das sind auf jeden Fall super T-Shirts. Und da ich am Anfang ja meinte, dass bald auch noch ein paar andere Drops anstehen, wo ihr T-Shirts bekommen könnt, die richtig cool sind. Wie eben schon bereits gesagt, Moskits hat vor kurzem ihren Drop gehabt, deswegen checkt das gerne mal ab. Und natürlich Trendvision, die releasen jetzt ihre Sommerkollektion. Da sind, glaube ich, 3 oder 4 T-Shirts dabei. Wovon mir das Weiße mit dem gelb-schwarzen Print auf jeden Fall richtig gut gefällt. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen was Ausgefalleneres, wie zum Beispiel das Split-Tee. Und wer vielleicht nicht T-Shirts unbedingt nur tragen möchte, dem kann ich natürlich dann auch die Tanktops empfehlen. Die sehen eigentlich recht cool aus. Wenn man dafür die richtige Statur hat, können die auf jeden Fall sehr cool aussehen. Und die Besonderheit ist da eben, dass es eben so eine Ziernaht hier runter hat, was auf jeden Fall auch richtig cool aussieht. Welche T-Shirts holt ihr euch für den Sommer? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr auch noch andere Brands habt, tauscht euch gerne in den Kommentaren aus. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar und abonniert den Kanal, würde mich auf jeden Fall riesig freuen und unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.